Hallo liebe Leute, wir sind hier im Brunnenviertel. Das Brunnenviertel war einstmals das größte Sanierungsgebiet Europas. Hier standen riesen Mietskasernen, in denen man nicht gut wohnen konnte. Und entstanden sind hier damals moderne Wohnungen. Davon gehören die meisten der städtischen DGEWO. 3756 Wohnungen gehören hier der DGEWO. Und davon ist die Hälfte etwa im Moment noch preisgebunden. Und durch eine schriftliche Anfrage haben wir gerade rausbekommen, dass von diesen fast der Hälfte der Wohnungen nur noch 10% in 8 Jahren noch preisgebunden sein werden. Und jetzt kommt es auf die Frage an, wie die städtische Wohnungsbaugesellschaft damit umgeht und ob hier die Mieten dramatisch steigen werden. Es kann nämlich tatsächlich sein, dass die Mieten dann ganz schön steigen, so wie auch im ganzen Rest von Berlin. Und das wäre natürlich für das Brunnenviertel hier und für die Menschen, die hier wohnen, eine Katastrophe. Hier wohnen ganz viele Familien, ältere Menschen, Menschen mit ganz normalem Einkommen. Wenn hier die Mieten steigen, dann bedeutet das, dass die Leute wegziehen müssen. Das bedeutet Verdrängung und das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Deswegen werden wir uns dafür einsetzen als Linke, dass der Senat hier die Vereinbarung so gestaltet, dass die Wohnungen nicht teurer werden, dass die Mieten nicht steigen und die Menschen hier weiter leben bleiben können.